480 schon im Tresor, okay. So, wir hatten ja hier irgendwie wieder so eine Stelle gehabt. Jetzt ist wieder die Frage, wo? Ah, guck mal, eine Kiste. Nehmen wir doch. Roter Jaspis. Was ist das denn? Sagt mir gar nichts. Roter Jaspis. Wo war das doch mal gewesen? Datenbank, genau. Letzte Einträge. Das Ding hier. Aquedotto Claudia. Ich kann direkt einen Marker setzen. Okay, okay. Ja, das ist doch auch schick. Ich kann mir da direkt einen Marker setzen. Was? Und wieso ist das Ding jetzt da hinten markiert? So, auf jeden Fall will ich gleich mal hier hochkrabbeln, weil da ist einfach mal ein Aussichtstürmchen, Synchroturm. Synchroturm. Schon klar. Synchroturm. Yep. Das wird wieder toll. Da ist wo hochkommen. Man da irgendwie so ran? Hä? Oh ja, klar. Ist schon wieder so ein Dieb unterwegs oder was? Ja, wie komme ich jetzt da hoch? Ist jetzt nicht so wie bisher, ne? Dass wir immer Türme besteigen. Jetzt gibt's auch solche Geschichten, ne? Ist auf jeden Fall mal eine sehr schöne Abwechslung. Wie komme ich da jetzt am besten ran? Oder kommt man nicht von der Seite? Das kann natürlich auch sein, ne? Aua. Hätte er jetzt nicht abgerollt, ne? Einfach so von da so ranspringen ist, glaube ich, nicht, ne? Ja, nee, das wird nix. Das wird so nix. Mann! Ezio springt wieder ganz falsch. Okay, dann müssen wir mal gucken. Kommt man denn jetzt darauf? Na, jetzt wird's witzig. Hä? Da kommt man doch gar nicht ran. Da oben ist erstmal so ein Banner. Okay, habe ich mir erstmal markiert. Ob ich das jemals hole, weiß ich aber nicht. Naja, und dann ist hier natürlich Ende. Das heißt, ich komme jetzt nicht da hoch, um entsprechend diesen Weg da so hin zu folgen. Das ist ja auch ein Ding. Kannst du hier nicht erzählen, ne? Es ist eine elegante Art der Fortbewegung. Oh, Ezio, was machst du? Du sollst doch einfach nur dich bewegen. Ja, ist klar. Ist klar.
Sag mal, also. Hä? Soll das wirklich stimmen, dass ich dafür hin muss? Was ist denn dieses für ein Symbol? Schatz des Romulus. Oh, okay. Okay. Aber das Ding wurde hier markiert, dieses rote Auge, ne? Das war ja hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ganz da hinten am Ende sein soll. Aber gut, das ist ein Bereich, wo ich noch nicht hinkomme. Das ist auch noch so ein Thema. Das heißt, ich kann das auch nicht mal sofort machen. Okay, Kommando zurück. Oh, 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 oh. Hier kommt man hoch, hier kommt man hoch. Ah, da komme ich aber nicht dahin. Mist. Ja, das ist aber auch ein Ding hier. Hui, aua. Das ist kein guter Platz für so etwas. Nee, also... Wenn ich mir das gerade so richtig anschaue, muss ich doch erstmal einen gewissen Fortschritt in dem ganzen Spiel haben, weil ansonsten bringt das nichts. Das sieht aus wie so eine Glocke, ne? So ein... Naja, ihr wisst schon. Aber ich find's jetzt interessant. Bis hierher so kommt, ey, das ist irre. Mann, diese riesige Wand, ey, ne, das ist... Definitiv was für später konzipiert, da komme ich jetzt auch nicht ran. Ey, das tut schon etwas weh, ne? Na gut, wir sollten ja jetzt eigentlich hier solche Dinger verwenden. Und ein Eingang für 53. Jo, machen wir. Oh Gott. Na, wir sollten ja eigentlich mal hier so einen Tunneleingang benutzen. Dann gucken wir uns das da unten nochmal an. Okay. Das sind alles Bereiche, wo ich noch nicht war. Okay. Dann habe ich viele Gebiete, ne? Aber von da oben bin ich am nächsten dran. Düsen wir erstmal so mal schnell hin. Haben wir auch jetzt das allererste Mal diese Schnellreisefunktion mal probiert. Ach ja. Ums Einkommen auf 244 alle 20 Minuten. Ja, schön. Dann war mal, dass wir hier mal ein bisschen in die Mission mal vorankommen. Aber momentan haben wir auch noch keine Läden oder sowas, ne? Nicht wirklich viele Läden. Ich hoffe, dass das alles doch mit der Zeit kommt. Wo ist das Problem? Hä? Ezio? Ach, na guck mal, hier ist ja wieder unser Borgia-Turm. Ja, das müssen wir auch noch mal machen, aber das wollten wir erst machen, sobald wir irgendwas mit Hauptquartier war das, ne? Dass wir das haben. Alter.
Stehen die bei der Bank hier echt? Schmiere? Erstmal Kiste plündern. Terrakotta-Gefäß. Oh, da ist erstmal ein Banner. Wo muss ich jetzt eigentlich genau hin? Ja, da war nicht. Okay, hier ist unser Ziel. Hier gibt es die Mission. Hier gibt es ein Türmchen. Das machen wir gleich mal schnell. Ich hoffe, Ezio kommt einigermaßen mit dem Klettern klar. Eieieiei. War jetzt nicht hier. Bei der Stelle ist auch gleichzeitig Missionsbeginn. No, erstmal eine Wolle eingesteckt. Die Melodie kam jetzt gerade irgendwie verspätet, oder? Na dann, wollen wir mal. Ben trovato, Niccolò. Ah, Ser Ezio, welch Ehre. Fabio Orsini zu euren Diensten. Ich habe viel von euch gehört, von meinem Cousin, Bartolomeo Dalviano. Ein feiner Krieger. Fabio lieh uns ein leeres Lager auf der Isola Tiberina. Ich weiß, dass ihr aus der Toskana bessere Unterkünfte kennt. Es ist perfekt. Bene. Dann beginne ich mit den Vorbereitungen für die Romagna. Noch kommandiert Cesare, meine Männer, aber bald sind wir hoffentlich frei. Nun schlage ich vor, dass wir den Angriff auf die Borgia planen. Oh, glaubt ihr, wir sind für einen solchen Angriff bereit? Ja. Wisst ihr zum Beispiel, wohin die Borgia Caterina Sforza brachten? Was? Dann wisst ihr auch nicht, dass die Borgia den Edenapfel haben? Wie konnten wir den Apfel verlieren? Also wisst ihr nicht, was unsere Feinde tun? Gibt es wenigstens einen Widerstand, der uns hilft? Kaum. Wir führen einen aussichtslosen Kampf gegen Cesares französische Verbündete. Wir haben ein paar Mädchen in einem Bordell, das von Kardinälen und anderen wichtigen Römern besucht wird. Aber die Besitzerin ist faul und feiert lieber Feste, als unsere Sache zu unterstützen. Was ist mit den Dieben der Stadt? Haben die eine Gilde? Sie. Aber sie wollen nicht mit uns reden. Ich weiß nicht warum. Was habt ihr jetzt vor? Neue Freunde finden. Neue Freunde finden, natürlich. Prozent römischer Untergrund. Schön. Sequenz 2 ist beendet. Ist doch auch schon wieder was. Rom in Ruinen. Sequenz 3. Der Krieger, der Liebhaber und der Dieb. Okay, jetzt heißt es, wir haben einen Schmied, um Rüstung zu verbessern oder eine Armbrust zu kaufen. Ja. Kartenordner, Karte zu öffnen, ja, machen wir auch noch. Was ist denn mit dir? Einkommen eingezahlt, 724 in Bank, oha. Hä? Das ist doch Geld, ne?
Ah, bitte. Jetzt hat's geklappt. So, was ist das hier jetzt genau? Wir haben sowieso erstmal 3 Missionen. Und das hier. Ich guck's mir mal an. Okay. Ach, ist das jetzt hier unser Versteck? Oh, gut. Gut. Das heißt, hier kann man auch Rüstungen und alles so hin platzieren. Hier gibt es wieder eine Galerie. Okay. Hier geht es irgendwo hin raus. Hier. Ah. Hier kommen wir direkt auch rein. Das ist auch sehr schön. Sehr gut. Und hier gibt es wieder eine Truhe für Federn. Okay. Einfach mal welche hinzugefügt. 3 von 10 haben wir. Ja, ein paar Waffen. Müssen wir mal noch gucken, was gibt es hier unten? So wird das Licht hier auf einmal so gedimmt. Was gibt es denn hier überhaupt? Einfach nur ein Versammlungsraum oder was? Für Gespräche oder wie? Ach, keine Ahnung. Oh, da geht es ja wieder nach oben. Ja, dann haben wir jetzt schon einmal alles abgeforstet, ne? Gut, gut. Nanu, bist du schon wieder hier? Du hast doch eben gerade erst was gekriegt. Na, so aber nicht, mein Freund. So aber nicht. So hat man nicht gewettet. Ah, guck mal. Kunsthändler für 900. Ausbauen, los geht's. Schön. Können Gemälde und Schatzkarten kaufen. Okay, schön. Ihr wisst, dass ich nur ehrenhaft handle, wenn ihr nicht... Na gut, gucken wir mal. Was hast du so an Gemälde? Von Engel und Sankt Michael? Der Rest ist einfach zu teuer. Schatzkarten. Zeigt Standorte. Was? Gegen Geschäftsauftrag beenden. Oh Gott, Geschäftsauftrag. Oh, ah, ich habe gerade auf die Zunge gebissen. Von Bürgerschatztruhen in diesem Bezirk. Okay, ja, wollen wir das machen? Weiß nicht. Vatikano-Schätze zeigt Standorte von Schatztruhen auf der Karte im Bezirk Vatikano. Er sind definitiv für verschiedene Bezirke und alles. Gegenstände verkaufen und Geschäftsaufträge. Erstmal was gucken, was wir verkaufen können. Ja, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was. Ja, roter Jaspis, ne? Haben wir schon 2 Stück, die sind jeweils fast 600 wert. Schön. Aber ich bewahre die mir erstmal noch ein bisschen auf. So, Geschäftsaufträge. Wir haben hier einen richtungsweisend. Diesen Geschäftsauftrag beenden, um die Vatikano-Karte zu machen. So, was ist jetzt? Pomanda 0 von 2, Ember 0 von 3 und Papavier Silvaticum. Oh Gott, was? Verstehe ich nicht. Nächstes Mal, Signore. So, da drüben gibt es auch noch mal was. Einmal ein Schneider für 800. Los geht's. Ja, Roms Einkommen. Immer her damit. Mir nichts voraus. Ich
habe die angesagteste Mode von allen. So, hier kann man Kleider färben und Munitionsbeutel kaufen. Ein Beutel. Und man momentan eh nicht mache. Oh, ist das teuer. Ja, hier ein bisschen Farbe. Okay, das ist kein Thema. Assassinenweiß, Umhang. Ach du meine Güte, da gibt es bestimmt auch wieder Kombinationen. Natürlich, ich verstehe. Auf bald. Eieieiei, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, ich werde mir doch gleich mal diese Schatzkarte kaufen. So, einmal die Bank für 900. Sehr gut. Wohin? Suchen Sie die Bank, um Ihr Einkommen abzuheben. Kommen Sie, bevor der Tresor voll ist. Okay. 2 von 10 Banken. Buchführung und Geld abheben. Erstmal abheben, ne? Alter, wir können bis zu 7500 ansparen. Aktuell sind 724 drin. Machen wir jetzt einfach. So, Zusammenfassung. Geschäfte und Renovierung. Okay. Gesamteinkommen sind 904. Wahrzeichen? Okay. Geschäfte 1 von 17, Schmiede, Ärzte gibt es 15, Schneider 12, Kunsthändler 10 und Banker gibt es auch 10 Stück. Ja, Arzt und Schmied bringen jetzt nicht so viel, ne? Renovierungen, Pferdestelle haben wir schon mal ein, Tunneleingänge haben wir. Beschädigt Art Aquädukt. 8 Stück. Whatever. Söldnergebäude, Kaserne gibt's maximal eine. Diebesgilde, Diebesgebäude. Oh Gott. Und Rosa in Fiore. Warte mal, Rosa? 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 Kam nicht eine Rosa in Assassin's Creed 2 vor? Wahrzeichen, alle gesperrt. Wirtschaft, nichts. Wow. Also ja, wir haben hier ein bisschen was zu tun. Also gut, ein paar Läden kaufen und so, ne? 800, ja damit. Auf 1124 alle 20 Minuten. Machen meine Metallwaren sehr erschwinglich. Sehr schön. Ich habe tolle so, was können wir denn reparieren? Einmal alles reparieren für 30. Machen wir einfach mal. Ja. 13 im Gesetz, ja. Jetzt die Frage, trage ich das nicht gerade eigentlich? Ja, eigentlich schon, ne? Römische Stiefel für 1100. Armbrust für 12.800. Munition. Geschäftsaufträge. Terrakotta-Gefäß. Ach so, das sind Gegenstände. Wir müssen bestimmte Gegenstände haben. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall die Schatzkarten, weil über diese Dinger können wir das Ganze hier einsammeln. Sehr gerne. Beehrt mich mal wieder. Okay. Ja, und dann noch ein Arzt hier direkt vom Haus. Vor unser Hauptquartier für 600. Verdammt, ich habe nicht genug Geld. Müssen wir ein bisschen abwarten. Da müssen wir doch etwas warten. Aber ich werde jetzt trotzdem zum Kunsthändler rennen. Ich hoffe, dass die Schatzkarten jetzt nicht zu teuer sind. Wo waren das nochmal?
Ach, genau hier. Schatzkarten für 530. Oh, das reicht gerade so aus. Grazie und kommt bald wieder. Ja, und kommt bald wieder. Ja, ja, ist klar. Zeig mir erstmal kurz die Karte. Puh. Ja. Da haben wir schon mal ein bisschen was zu tun. Nebenbei Missionen abschließen, dabei die Dinger abkassieren. Na, jetzt haben wir es ja alles schön markiert. Ich hoffe ja, dass ich jetzt auch einigermaßen diese verdammten Borgia-Türme schaffe. Nicht wie beim letzten Mal. Rom zu 6% wieder aufgebaut. Können den Animus verlassen. Machen wir vielleicht noch, aber nicht jetzt.